funzionato bene. Buongiorno a lei. Oddio. Aspetta, che voglio essere sicuro che posso interpellare. Good afternoon. Einen guten Nachmittag allerseits und herzlich willkommen zum Endpresse-Briefing anlässlich des Treffens zum Thema Kinderschutz in der Kirche. Es waren sehr anstrengende, intensive Tage. Ich denke, dass die Botschaft an und für sich sehr groß ist und wir brauchen natürlich ein profundes Follow-up. Vater Lombardi wird uns in Kürze etwas dazu berichten. Ein paar Worte in meiner eigenen Muttersprache. Persönlich möchte ich einfach hinzufügen, wie sehr es für mich als aktiver Teilnehmer es wirklich eine Gelegenheit der Bekehrung gewesen ist, die Erfahrungsberichte natürlich zu hören, haben mich sehr verändert und ich denke, dass keiner diese Worte vergessen wird. Heute haben wir noch mehr Gäste an unserem Tisch hier vorne am Podium. Vielen herzlichen Dank also an Kardinal Oswald Gracious, Monsignor Scicluna, an Herrn Paolo Ruffini, Pater Zollner, Valentina Alsraki. Gestern war wirklich ein toller Moment für Journalisten aufgrund Ihres Vortrages und vielen herzlichen Dank an Pater Lombardi. Ich erteile sofort das Wort an Pater Lombardi, der hoffentlich zusammenfassen wird, was passiert ist. Und ich weiß ganz genau, dass dann Ihre Fragen kommen werden. Vielen herzlichen Dank. Ich denke, Sie haben sehr viel Material erhalten für Ihre Informationen in diesen letzten 24 Stunden mit dem unglaublich schönen Vortrag von Valentina und dann diese unglaublichen Momente des Gebets. Das Gebet hatte auch am Vormittag und am Abend der Vortage stattgefunden, aber eine so große und reiche Bußliturgie und dann die Heilige Messe heute Vormittag waren ein wahrer Moment der Kirche, des gemeinsamen Betens. Ein solches Treffen musste solche Momente vorsehen, um ganz und gar ausgelebt zu werden, bevor wir natürlich unserem Sendeauftrag treu bleiben in unserer eigenen Heimat. Sie haben bestimmt die Schlussrede vom Heiligen Vater gehört, die dieses Thema eingebettet hatte in einer internationalen Ebene, in all seinen Formen. Man sprach von einer Mitverantwortung der Kirche, die gemeinsam handeln muss mit der zivilen Justiz und mit der gesamten Gesellschaft. Es ist eine moralische Pflicht zur Bekehrung und gleichzeitig zur profunden Reinigung, die umso tiefgreifender sein muss aufgrund der Verkündigung des Evangeliums als Aufgabe der Kirche. Sie haben vielleicht gemerkt, wie auch der Heilige Vater diesen Text verlesen hatte als spirituelle Haltung, als besondere spirituelle Haltung gegenüber einem so wichtigen Thema, das sich in der gesamten Welt auswirkte mit konkreten Problemen, die wir in unserer Praxis lösen müssen. Also wie gesagt, wir müssen uns der Profundheit unserer Aufgabe bewusst sein. Wir müssen uns mit den Wurzeln dieses Problems auseinandersetzen.
was Sie vielleicht von mir erwartet haben und auf das Alessandro Gisotti Bezug nahm, war nicht so sehr die Zusammenfassung des Geistes dieses Treffens und vor allem eine Zusammenfassung der Meinungen aller Teilnehmer. Es sind ja Themen, die wir bereits erörtert haben. Man hat auf die Opfer, man hat den Opfern zugehört, man hat diese Wunden geteilt, man ist sich der Verantwortung bewusst, man braucht mehr Transparenz, mehr Rechenschaftspflicht und gleichzeitig natürlich auch dieser Geist der Kollegialität, der synodalen Kollegialität. Nach Rücksprache mit allen Teilnehmern, die Tatsache, dass wir hier einen gemeinsamen Weg beschritten haben, dass wir als Korpus gewachsen sind, als Korpus einer einzigen gemeinsamen Weltkirche, das alles wurde von allen Teilnehmern verspürt, als wir voneinander Abschied genommen haben, haben wir das stets wiedergeholt. Also trotz der kurzen Zeit, die wir zusammen verbracht haben in diesen letzten 3 Tagen. Wie gesagt, dieses Gefühl der Verantwortung ist auf jeden Fall sehr gestiegen in allen Teilnehmern. Was ich Ihnen sagen wollte, ist sehr einfach, aber auch sehr konkret. Und ich habe es auch gestern Abend wiederholt an alle Teilnehmer abschließend. Es gibt natürlich einige konkreten Initiativen, die wir erwarten dürfen in der unmittelbaren Zukunft. In naher Zukunft können wir zum Beispiel einen neuen Motu Proprio des Heiligen Vaters zum Schutz der Minderjährigen und der verletzlichen Menschen, um solche Missbrauchsfälle in der römischen Kurie und in der Vatikanstadt vorzubeugen. Also ein neues Gesetz für die Vatikanstadt und neue Leitlinien für das Vikariat des Heiligen Stuhls zum Schutze, wie gesagt, der Minderjährigen und der verletzlichen Personen. Es sind insgesamt 3 Dokumente, die sich gegenseitig ergänzen, also Motu Proprio, kanonisches Gesetz und Leitlinie oder Richtlinie für das Vikariat. Diese 3 Dokumente werden Ihnen in Kürze, denke ich, vorgestellt werden, denn die Dokumente liegen bereits vor, beziehungsweise müssen eigentlich nur veröffentlicht werden. Also die Veröffentlichung muss organisiert werden, aber das Material ist schon bereits reif und steht also vor. Und dann natürlich den Weg, den wir gemeinsam beschreiten werden, vielleicht in den nächsten Wochen, dieses Vademecum, dieses praktische Handbuch, auf das Monsignor Scicluna auch Bezug genommen hat, vorbereitet von der Glaubensdoktrine, damit die Bischöfe weltweit ihre Pflichten und ihre Aufgaben richtig erfassen. Es ist keine Enzyklopädie, sondern ein knappes Praxishandbuch mit ganz präzisen Anweisungen, auch aus pastoraler Sicht, ein hoffentlich hilfreiches Werk, denn wie der Papst sagt, wir müssen hier katechisieren, also ein jeder muss nach Hause zurückkehren mit ganz klaren Ideen und Vorstellungen. Nun, anwesend waren natürlich die Präsidenten der Bischofskonferenz, die bereits klare Ideen haben oder diese angereift haben, aber sie leiten ja eine Gruppe an Bischöfen, die weltweit tätig sind, so wird ein solches Instrument bestimmt sehr wichtig sein, um einen Fortschritt zu machen, auch in der Bewusstseinsveränderung. 3. Punkt, der aber besser definiert werden muss, ist die Intention des Heiligen Vaters, also das Vorhaben des Heiligen Vaters, eine Taskforce zu bilden an Fachmännern, die die Diözesen und die Bischofskonferenzen unterstützen sollen, gerade wenn sie Probleme haben aufgrund mangelnder Kompetenzen oder mangelnder Mittel. Dieser Geist der gemeinsamen Kommunion mit erfahreneren Kirchen und weniger erfahrenen Kirchen mit mehr Mitteln beziehungsweise Bischofskonferenzen mit weniger Mitteln, wird sich also
zu einem Netzwerk zusammenfügen, das sich ergänzt. Also das ist das, was der Heilige Vater vorgeschlagen hat. Aber wir müssen uns in diesem Sinne organisieren. Aber Sie werden bestimmt informiert werden darüber, was getan werden kann und was eben nicht. Dann letzter ganz einfacher Punkt. Morgen Vormittag um 9 Uhr trifft das Organisationsgremium nochmal zusammen mit den Verantwortlichen der Dikasterien der römischen Kurie, die mitverwickelt worden waren bei der Veranstaltung dieses Treffens zum Thema Kinderschutz in der Kirche. Gemeinsam werden wir darüber reflektieren, wie wir viele der Ideen, viele der Vorschläge wieder aufgreifen und umsetzen können. Also wie gesagt, wir warten hier nicht lange ab. Morgen sind wir tatkräftig wieder an der Arbeit. Sogar heute Nachmittag wird das Organisationskomitee bestimmt seine Arbeit wieder aufnehmen. Ich nehme nicht mehr viel Zeit in Anspruch. Es gibt ja sehr viele weitere sehr wichtige Redner, die zu Worte kommen sollen. Nun, Präfekt Ruffini, vielen herzlichen Dank. Wirklich sehr kurz. In diesen letzten Tagen habe ich versucht, Ihnen zu erzählen, was in den kleineren Arbeitsgruppen stattgefunden hat. Also das, was Sie nicht über den Livestream erlebt haben. Also die Reaktionen der Teilnehmer bzw. das, was im Plenum gesagt wurde oder in den Arbeitsgruppen. Heute im Namen des Dikasteriums für Kommunikation möchte ich mich bei den Journalisten bedanken für ihre Arbeit. Denn auch wenn es recht unangenehm wird, müssen wir weiterhin arbeiten. Wir haben wirklich das aller Mögliche gemacht, um Sie zu unterstützen, sowohl konkret als auch ideell in Ihrer Arbeit, um Ihnen zu erzählen, nachdem wir ja anwesend waren, dieses so wichtige Moment für die Kirche und für die Menschheit. Es ist ein Moment der Wahrheit, der Transparenz, des Hörens, der Verantwortung, die wir auf uns nehmen. Gestern während des Vortrages von Valentina habe ich verstanden, wie wichtig es ist, offen aufeinander hinzuhören und zu reden, ohne natürlich Vorurteile. Auch die vielen Fragen und Antworten nach dem Vortrag von Valentina, der Applaus, der ihr gezollt wurde, auch hier natürlich im Plenarsaal nach dem Streaming. Auch darüber haben wir gesprochen. Also die Rolle der Journalisten, der Kommunikatoren. Natürlich auf der Suche und im Erzählen der Wahrheit. Man muss verbündet sein, das Böse nicht verstecken, nicht versanden. Und dann, warum viele Fragen, die an Valentina gestellt wurden, also warum sind sozusagen negative Nachrichten größere Nachrichten als die positiven? Das Böse muss, wie gesagt, nicht versandet werden, nicht in den Schatten gelegt werden. Man muss gleichzeitig, wie gesagt, auch das Schöne, das Gute, das Positive erzählen. Außerdem muss man natürlich einen klaren Unterschied machen zwischen der Arbeit und der Macht, die ausgeübt wird. Gesagt wurde auch, dass das Wichtige ist, dass wir uns alle bewusst sind, wir und ihr, wir alle zusammen, dass wir nicht alle perfekt sind, dass keiner perfekt ist, dass es immer gefährlich ist, wenn man davon ausgeht, dass man perfekt ist. Die Kirche führt zum Klerikalismus und Medien entarten manchmal. Man muss sehr mutig sein, keine kürzeren Wege nehmen, stets aufeinander hinhören, natürlich akzeptieren, dass es keine Kommunikation geben kann, wenn alle nur reden und keiner zuhört. Gestern haben Sie einen Teil der Bußliturgie gehört. O Herr, gib uns den Mut, auf die Wahrheit zu hören. Das ist ein sehr schöner Satz. Im Bewusstsein also, dass wir, wie gesagt, die Wahrheit nie in Frage stellen dürfen. Vielen herzlichen Dank, Kardinal Ruffini. Kardinal Gracious, Ihr Eindruck zunächst einmal, ja, wie beurteilen Sie dieses Treffen? Vielen herzlichen Dank.
Ich möchte zunächst sagen, dass mein allgemeiner Eindruck zu diesem Treffen ist, dass es etwas sehr Nützliches war, etwas Notwendiges, das zum richtigen Zeitpunkt veranstaltet wurde. Wir waren ja 190 Teilnehmer ungefähr, aber 130, davon 130 Präsidenten der Bischofskonferenzen. Aber jetzt beschäftigt sich die gesamte Welt mit diesem Thema. Das ist eines der klaren Erfolge dieses Treffens. Und dann natürlich alle Vorträge waren sehr interessant, sehr nützlich. Aber die Priorität, das ist eine klare Priorität für die Kirche. Und diese Priorität wird von allen jetzt geteilt. Was nehme ich mit nach Hause? Zunächst einmal das Bewusstsein, dass es sich hier um ein sehr gravierendes Problem handelt, das prioritär angegangen werden muss. Dieses Bewusstsein über die Schwere der Straftaten, die ausgeübt wurden, und dann das Engagement, die Verpflichtung. Als wir auch während der Mittagspausen informell darüber gesprochen haben. Ich habe unter allen Teilnehmern wirklich das Engagement gespürt, dass man dieses Thema bzw. dieses Problem angehen soll. Jetzt müssen wir natürlich schauen, welche konkreten Schritte wir unternehmen werden. Es ist ja unser Ziel, dass es keine Missbrauchsfälle mehr geben wird. Die Kirche muss an erster Stelle sich für die Rechte der Kinder einsetzen und das in jedem Gebiet immer an vorderster Front stehen. Die Kirche muss als Modell dienen, nicht nur wie sie handelt, sondern auch was sie denkt. Natürlich müssen wir rückblickend von unseren Fehlern lernen, aber das habe ich aus all diesen Tagen erfahren. Alle Vorträge waren extrem wichtig, wie ich Valentina vorhin erzählte. Vor allen Vorträgen habe ich gedacht, dass die Vorträge der Frauen, also die Rednerinnen, haben mir viel mehr etwas beigebracht. Also ich denke, dass die Frauen wirklich alle übertroffen haben, selbst Monsignor Scicluna. Ich habe viel mehr dazu gelernt, denn ich habe einen anderen Standpunkt eingenommen, die Dinge unter einem neuen Licht gesehen, habe demzufolge verstanden, dass wir mehr auf die Frauen hinhören müssen. Sie haben eine viel offenere Haltung. Danke. Kardinal Gracious, Valentina, ich möchte mich auch wirklich ganz herzlich bei dir bedanken. Dem Heiligen Vater hat dein Vortrag sehr gut gefallen. Das hat er mir auch persönlich erwidert. Es war der letzte Vortrag unseres Treffens und es war sehr, sehr wichtig, was du gesagt hast, die Wichtigkeit der Kommunikation. Ja, vielen herzlichen Dank. Ich mache weiterhin mir Notizen und also ich habe kein gutes Gefühl, hier vorne am Pult sitzen zu dürfen. Ich war recht verwundert, als man mich gebeten hatte, vor einem solchen Plenum zu sprechen. Dann war ich natürlich beängstigt und dachte mir, was werde ich diesen Leuten erzählen können? Sie sind ja alle so... Sie sind alle Experten in ihrem Gebiet, aber am Ende habe ich es geschafft. Ich habe einfach ganz frei gesprochen. Als man mich eingeladen hat, hat man mir gesagt, das Schwerpunktthema ist einfach die Transparenz. Man hat mir Leitlinien gegeben. Es waren eigentlich Themen zur Transparenz oder über die Transparenz.
Ich habe versucht, einige der Themen wieder aufzugreifen, aber wie gesagt, ich durfte über alles reden. Als ich meinen Vortrag, wie gesagt, eingereicht habe, ist nichts daran verbessert worden. Also das, was Sie gehört haben, war wirklich mein Vortrag. Da wurde kein einziges Komma daran verbessert. Was die Transparenz also anbelangt, ich denke, wir waren uns alle wirklich einig. Die Veranstalter hatten dieses Ziel, transparent zu handeln, und das war auch wirklich so. Das erklärt uns, warum wir hier natürlich eine andere Beziehung zu den Journalisten haben müssen und auch die Journalisten unter sich. Wir haben hier ein Riesenproblem. Die Bischöfe fühlen sich ja fast, wie gesagt, sie fühlen sich ja umzingelt, eingekreist. Man versucht immer nur, die negativen Aspekte dieses Problems hervorzuheben. Ich habe Ihnen klargemacht, dass es in der Presse schon immer so war. Also negativen Nachrichten sind immer die interessantesten Nachrichten. Aber ich habe auch eine gewisse Schwere gespürt. Denn im Grunde, wenn die Kirche als Mutter dargestellt wird, dann sind natürlich auch die Täterkinder dieser Kirche. Als Mutter denke ich, dass man zunächst einmal die Kinder schützen soll. Die Kinder, die verletzlichen Minderjährigen und überhaupt die verletzlichsten Personen, darunter natürlich auch die Täter. Man braucht eine Allianz zwischen Kirche und Journalisten. Wenn wir einen gemeinsamen Weg finden können, können wir uns alle verbessern. Es geht um Zusammenarbeit. Wenn es aber zum Schweigen kommt, oder es wird etwas nicht gesagt, oder man versucht hier Versäumnisse, Unterlassungen durchzubringen, kommen wir auf keinen grünen Zweig. Wir brauchen also eine pünktliche, rechtzeitige Information, eine gerechte Information und natürlich mit Antworten, die pünktlich geliefert werden. Auch im Namen von Präfekt Ruffini, vom Leiter Tornielli und meine Wenigkeit, ich denke, wir können uns alle wirklich nichts vorwerfen. Wir haben versucht, in all diesen Monaten Ihnen wirklich alle möglichen Informationen zukommen zu lassen, und zwar rechtzeitig. Monsignor Scicluna, bitte in der Sprache, die Sie wollen. Ich würde ganz gerne einige Überlegungen mit Ihnen teilen. Ich habe ja bereits gesagt, dass wir diese Erfahrung geteilt haben. Dennoch ganz kurz, telegrafisch, möchte ich einige Flashbacks wieder in Erinnerung rufen. Was mich am meisten beeindruckt hat, in der Schlussrede des Heiligen Vaters, aber auch aus den Vorträgen zahlreicher Experten, war die Tatsache, dass die Politik der Kirche recht klar rübergekommen ist. Der Missbrauch von Minderjährigen ist eine gravierende Straftat. Genauso gravierend ist die Versandung solcher Fälle. Ich möchte daher eine so wichtige Erfahrung unterstreichen. Es gibt keinen Weg zurück mehr. Wir haben uns in den letzten 10 Jahren auf die Straftat konzentriert, aber auch die Versandung ist ebenso gravierend. Ein weiterer wichtiger Aspekt
Ich möchte mich wirklich bedanken bei allen Opfern, die ihre Stimme haben laut werden lassen. Sie haben mehr Freiraum erwünscht. Wir haben sie getroffen. Wir Bischöfe haben Opfer getroffen, sowohl bei uns daheim als auch hier. Und ich denke, dass diese Erfahrung muss weiterhin gemacht werden, wenn wir richtig, aktiv, konkret handeln wollen, dann müssen wir den Opfern Gehör schenken. Ein weiterer Aspekt, der mich beeindruckt hat, ist, wie der Heilige Vater gesagt hat, beziehungsweise Vater Lombardi, zu sagen, dass man das kanonische Recht verändern möchte. Dass man das Thema Pornografie aktualisieren möchte. Man sprach von Minderjährigen im Alter unter 14 Jahren. Man möchte das Alter anheben auf 18 Jahren. Padre Lombardi sprach über dieses praktische Handbuch, über die drei wichtigen Gesetze, die der Heilige Vater in unmittelbarer Zukunft verkündigen wird. Wichtig ist aber, dass sich unser Herz verändert, dass sich unsere Haltung, dass wir unsere Haltung ändern. Das ist besonders wichtig. Wie gesagt, es war zwar eine kurze Pilgerfahrt, aber ich möchte bewusst dieses Wort wiederholen, Pilgerfahrt. Wir Bischöfe sind ja aus aller Welt nach Rom gekommen, um einem Treffen beizuwohnen in Anwesenheit des Heiligen Vaters. Das ist natürlich ein wichtiger Beweis unseres Pflichtbewusstseins, unserer Rolle als Häupter der Kirche. Wichtig war natürlich auch die Stimme der Frauen, die laut gehört wurde. Diese Leadership, dieses Treffen wurde auch als Gipfel benannt. Es war wie ein frischer Wind, den wir spüren mussten, um, wie der Heilige Vater gesagt hatte, nach dem Vortrag von Frau Dr. Gisoni, die Mutterkirche ist, die Kirche ist Mutter, sie ist Ehefrau. Die Stimme der Frauen in der Kirche ist wesentlich, wenn wir hier richtig und tatkräftig handeln möchten. Wichtig ist natürlich auch die Kommunikation, nicht nur mit Ihnen. Wir müssen uns bei Ihnen danken. Wir bedanken uns zwar nicht oft, aber in diesem Falle ist es wichtig, denn wir haben Probleme, sowohl mit unserer internen Kommunikation, unsere Strukturen, die nicht miteinander kommunizieren, die Diözesen mit unter sich, beziehungsweise mit der Mutterkirche, mit dem Heiligen Stuhl, mit der Welt. Und das ist das Herzstück der Accountability, der Rechenschaftspflicht. Man kann die eigenen Pflichten nicht melden, wenn es keine Kommunikation gibt. Abschließend möchte ich auch von der wunderschönen Erfahrung des Gebets sprechen. Zu Beginn eines jeden Tages, beziehungsweise am Ende eines jeden Tages, haben wir mit den Opfern gebetet. Die Heilige Messe heute, die Bußliturgie gestern. Wir standen vor Gott, unser Richter, unser Schöpfer, der oberste Hirt, Jesus Christus, der gekreuzigt wurde. Wir standen vor ihm mit unseren Schwächen, aber auch mit unseren Hoffnungen. Was bringe ich also zurück zu meiner Diözese auf Malta? Natürlich werden wir uns wieder treffen, heute, morgen, in den nächsten Tagen. Aber ich werde natürlich nach Malta zurückkehren, im Bewusstsein, dass ich den Opfern mehr Gehör schenken möchte. Ich muss mich selbst bekehren, zu diesem guten Hirten werden, der sich um die Kleineren und um die Verletzlichsten kümmert. Pater Zollner?
diese letzten Tagen waren für mich sehr wichtig. Wir haben einen qualitativen und quantitativen Sprung gemacht auf einer Reise, die bereits Jahrzehnte gedauert hat und weitere Jahre andauern würde. Es gab noch nie ein solches Gipfeltreffen mit allen Vertretern der Kirche vereint in einem einzigen Saal. So etwas Ähnliches gab es wirklich noch nie in der Geschichte der Kirche, schon gar nicht zu diesem Thema. Aber der qualitative Sprung, der Sprung ist qualitativ hochwertig, denn wenn auch alle Bischöfe, wenn auch alle Oberen anwesend gewesen wären vor 7, 8, 10 Jahren, wir hatten ja bereits ein solches Symposium an der Gregorianischen Universität, jetzt nicht mit allen Vertretern, sondern mit einigen Vertretern der Bischofskonferenzen. Also wir haben einen sehr langen Weg zurückgelegt, doch die Haltung war hier ganz anders. Und die Ergebnisse waren auch anders. Nach Rücksprache mit einigen Arbeitsgruppen, mit einigen Teilnehmern, alle haben mir bekundet, dass sie sich verändert gefühlt haben. Menschen, die aus Afrika, aus Asien kommen, alle sprechen jetzt mit der gleichen Sprache, mit der gleichen Entschlossenheit. Wir müssen dieses Problem angehen. Wir müssen die Verantwortung auf uns tragen. Wir müssen bei uns daheim konkrete Schritte machen. Das stimmt mich positiv und hoffnungsvoll. Wie konnte das passieren? Natürlich dank des Gebets, dank der Teilung dieser Erfahrung, dank der Arbeit der Bischofskonferenzen. Aber der wohl wichtigste Moment auf dieser Reise war das Treffen der Bischöfe mit den Opfern. Ich selbst habe solchen Treffen beigewohnt mit 3 Opfern. Die erzählt haben, wie ihr Leben sich verändert hatte, nachdem sie Opfer von Missbrauch gewesen sind. Zum Beispiel eine Frau, die über ihre Erfahrung gesprochen hatte. Sie hat während seines Erfahrungsberichtes beim Reden geweint. Die Person, die ihr zur Seite stand, hat versucht, sie zu unterstützen, zu umarmen. Am Ende hat der Heilige Vater sie umarmt und alle Teilnehmer haben sich bei ihr bedankt, haben ihre Unterstützung dieser Person gegenüber gezeigt. Das hat mich wirklich zutiefst gerührt. Gleichzeitig war es ein Anzeichen dafür, dass wir im tiefsten unseres Herzens getroffen worden sind. Das führt zur Veränderung. Die Kirche, ich möchte dieses Bild wieder aufgreifen, ist wie ein großes Schiff, das endlich in eine andere Richtung segelte. Die Route zu verändern bedarf einer großen Kraft aller Seemänner an Bord. Das Problem ist natürlich nicht gelöst oder lässt sich in der nächsten Woche, in den nächsten Monaten nicht lösen. Wir müssen uns darauf konzentrieren, was hier getan wurde. Wie Erzbischof Scicluna gesagt hatte, müssen wir uns nicht auf die einzelnen Fälle konzentrieren oder auf die Versandungen. Wir müssen uns auf das System konzentrieren. Die Verantwortung, die Rechenschaftspflicht, die Transparenz. Wir haben versucht, einige konkrete Vorschläge zu machen, die eingefügt werden müssen. Aber was die Transparenz anbelangt, bedanke ich mich ganz herzlich für die Internetseite, die aufgestellt wurde. Ein wichtiges
kommunikationsfähiges Instrument mit allen Informationen, die Sie interessieren könnten. Wir werden diese Internetseite weiterhin bespeisen mit wichtigen Informationen. Das, was Vater Lombardi auch gesagt hat, einige Dinge sind ja schon beschlossen worden. Einiges ging aus den Arbeitsgruppen hervor. Wir brauchen natürlich viel Zeit, um all das einzusammeln und so umsetzen, dass man auch vieles damit anfangen kann. Vielen herzlichen Dank. Wir haben jetzt nicht mehr viel Zeit für die Fragen. Also ganz kurze Fragen und ganz kurze Antworten, wenn es geht. Thank you. Deborah Castellano-Lubov of Zenit. My question is relating to... Meine Frage nimmt Bezug auf einige Vorschläge, von denen Pater Lombardi gesprochen hat. Er sprach von drei konkreten Schritten, die man unternehmen wird und die für uns wichtig sind. Gab es auch andere Punkte, über die man gesprochen hat? Beziehungsweise, ich wäre neugierig, wenn sich einiges auch in dieser Richtung tun würde. Zum Beispiel, Kardinal O'Malley sagte, dass der Heilige Stuhl Richtlinien vorbereitet zur Umsetzung der liebenden Mutter. Und dann, ich glaube, anlässlich der ersten Pressekonferenz hatte Erzbischof Scicluna gesagt, dass es keine päpstliche Kommission gibt zum Schutz der Kinder. Also es gäbe noch keine Kommission, aber andere, so zum Beispiel Erzbischof Coleridge, sprach von der Idee, eine Anlaufstelle zu haben, die sich mit dem Thema Missbrauch auseinandersetzt. Gibt es hierzu, wie gesagt, Entwicklungen bezüglich einer Anlaufstelle innerhalb der römischen Kurie, die sich mit dem Thema Kinderschutz beschäftigte? Also es gibt ja bereits eine Kommission, ein Komitee zum Kinderschutz. Wir haben darüber diskutiert. Vielen herzlichen Dank für Ihre Frage. Im Moment ist es nur eine Empfehlung, aber unter anderem ist natürlich gesagt worden, dass dieses Komitee autonom handeln muss. Natürlich innerhalb des Heiligen Stuhls, aber ein Komitee, das frei handeln soll. Das heißt, mit mehr Macht als Begleitung auch des Heiligen Vaters, der Diözesen. Gleichzeitig dürfen wir aber keine Anlaufstelle haben, beziehungsweise oder kein Komitee, keine Kommission, die in ihrer Arbeit beschränkt wird. Was das apostolische Schreiben wie eine liebende Mutter anbelangt, was klargestellt werden soll, sind die Informationen im wenn zum Beispiel ein Oberer oder der Anführer einer Glaubensgemeinschaft, also was mit ihnen passiert, das ist jetzt noch nicht so klar dargestellt worden. Es wird auf jeden Fall eine Regel für sie geben. Ansonsten ist es natürlich die Prozedur, die, wie sie in einer liebenden Mutter beschrieben wird. Also der Umgang mit kirchlichen Oberen muss geregelt werden. Einige Kongregationen treffen sich regelmäßig innerhalb sogenannter Kongresse auf höchster Ebene. Aber das sind natürlich Dinge, die verbessert werden müssen. Das stimmt. Es geht nicht darum, einen Paradigmenwechsel anzustreben.
den brauchen wir nicht. Aber wie eine liebende Mutter muss, wie gesagt, verbessert werden. Ich würde ganz gerne wissen, wie die Opferverbände, die sich ja sehr negativ ausgedrückt haben, zur Abschlussrede des Heiligen Vaters, möchten Sie dazu Stellung nehmen? Und dann werden die Opferverbände mit einbezogen werden in dem Follow-up der kommenden Tage, der kommenden Monate. Also zu den Opferverbänden. Natürlich, wie gesagt wurde und mehrmals wiederholt wurde, der Wunsch oder unser Vorhaben ist natürlich auf all die zu hören, die etwas zu sagen haben, die etwas Konstruktives aufbauen möchten, um konkrete Fortschritte zu unternehmen. Das ist genau das, was wir in diesen letzten Tagen getan haben oder uns vorgenommen hatten zu tun. Natürlich gibt es ab und zu, und das wissen Sie ganz genau, Situationen, wo man bereit ist, diese Menschen zu treffen. Aber man muss natürlich die richtigen Momente finden, um miteinander ins Gespräch zu kommen. Oft wird das, was gesagt wird, sehr ultimativ ausgedrückt, sodass es sehr schwierig ist, einen gemeinsamen Dialog zu führen oder gemeinsame Fortschritte zu machen. Die Bereitschaft aber, hinzuhören, Menschen zu treffen, Meinungen, Botschaften aufzunehmen, Unterlagen, die besteht weiterhin. Ich habe zum Beispiel in diesen letzten Tagen sehr viele Briefe eingesammelt, sehr viele Botschaften, sehr viele Dokumente, die natürlich verarbeitet, bearbeitet werden müssen. Und das wird einige Tage in Anspruch nehmen. Gleichzeitig müssen wir wirklich realistisch sein, denn sehr oft kommt es nicht immer zu einem konstruktiven Dialog, der weitführend ist. Unsere Bereitschaft kann wiederholt werden, die gibt es und das stimmt auch. Gleichzeitig muss man aber auch den Wunsch oder die Bereitschaft, hier zusammenzuarbeiten, so äußern, dass man auch einen Dialog aufbauen kann in einer Dynamik der Vertiefung. Das ist, glaube ich, ein allgemeines Prinzip, das nicht nur in den letzten Tagen gültig war, sondern auch für die Zukunft gilt. Thank you, Nelson Castro from Tiene, from Argentina. From Bishop Cicluna, please. Die Frage geht an Erzbischof Cicluna. Die Opfer verlangen Aktionen. Meine Frage, was wird diesen Priestern passieren, die bereits verurteilt wurden aufgrund des Missbrauchs von Minderjährigen und weiterhin Priester sind? Wir haben einige Fälle, zum Beispiel in Argentinien, aber nicht nur. Es gibt sehr viele Fälle weltweit. Werden sie von ihrem Dienst entfernt werden, sofort nach diesem Treffen? Ich bin nicht imstande, Ihnen Informationen zu liefern über einzelne Fälle. Es gibt ja zwei Gerichtsbarkeiten, die wir immer respektieren müssen. Auf der einen Seite die zivile, die weltliche Justiz. Sie sprachen von Menschen, die verurteilt wurden. Ich denke von der zivilen Justiz, die ihren Pflichten genügt hatte. Und dann gibt es natürlich auch ein kanonisches Prozess. Es dürfen ja parallel
nicht beide Ermittlungen geführt werden. Ich weiß jetzt nicht, welche Fälle Sie ansprechen in Argentinien, aber in vielen Fällen darf der kanonische Prozess nicht vor Ende des zivilen Prozesses beginnen. Wir müssen uns an das Gesetz halten, natürlich, an das gültige Gesetz vor Ort, in dem Land, wo diese Priester tätig sind. Aber die Personen, die bereits einen Prozess gehabt haben, müssen natürlich einen kanonischen Prozess abwarten. Denn auch wir müssen natürlich unsere Werte schützen. Sie sprachen von einem wichtigen Punkt. Also wir müssen natürlich die Unschuld unserer Kinder schützen. Nehmen wir mal an, in Ihrem Falle, der Priester ist bereits verurteilt worden in einem kanonischen Prozess, ist aber noch nicht von seinem Dienst entfernt worden. Warum? Weil vielleicht der Gerichtshof nicht dieses Urteil gefällt hatte oder weil die Oberen oder die Bischöfe natürlich nicht nur auf das Urteil eingehen, sondern sich natürlich auch darum kümmern, dass die eigene Gemeinde in Torto geschützt wird. Wie gesagt, die Aufgabe des Dienstes muss jetzt nicht als Strafe gesehen werden, sondern als Maßnahme, um die eigene Herde zu schützen. Es darf also, wie gesagt, nicht zwei Prozesse für die gleiche Straftat geben. Wenn es aber eine Strafe gibt, also wenn eine Person ja ins Gefängnis kam, dann besteht das Problem nicht. Wenn sie freigelassen wird, muss sich der Bischof nicht um die kanonischen Strafen kümmern, sondern vielmehr die eigene Herde schützen vor solchen Menschen. In solchen Fällen müsste natürlich diesem Priester sein Dienst verweigert werden. Gerard O'Connell, American Magazine. My question could be either to end or to. Meine Frage geht an Kardinal und oder dem Erzbischof. Wir haben in den Vorträgen zwei ganz genaue Anforderungen gehört. Auf der einen Seite von Frau Dr. Ghisoni und dann von Kardinal Marx. Und zwar, hier muss das Papstgeheimnis revidiert werden, überarbeitet werden. Was bedeutet das? Ich denke, was das päpstliche Geheimnis anbelangt, so ist das ein Thema, was wir auf jeden Fall angehen müssen. Das päpstliche Geheimnis hatte ein genaues Ziel in der Vergangenheit. Wenn es aber missbraucht wird, um bestimmte Fälle zu versanden, ich denke, man muss immer auf das Ziel dieses päpstlichen Geheimnisses eingehen. Allzu oft wurde das päpstliche Geheimnis genutzt und somit das System geschwächt. Wie kann aber das päpstliche Geheimnis verändert werden? Kardinal Marx hat darüber gesprochen und sicherlich werden wir darüber sprechen. Ich denke persönlich, dass das päpstliche Geheimnis die Freiheit der Kirche schützt. In diesem Falle braucht aber die Freiheit der Kirche, dass man auf der einen Seite das Vertrauen oder die Vertraulichkeit natürlich der Zeugen, den guten Ruf des Beschuldigten warte. Aber gerade bei Missbrauchsfällen muss das päpstliche Geheimnis nicht genutzt werden, um solche Fälle zu versanden. Es wäre kontraproduktiv. Das päpstliche Geheimnis also war
nie ein absoluter Wert. Wir sprechen ja nicht über das Beichtgeheimnis zum Beispiel. Man kann über das päpstliche Geheimnis diskutieren. Wenn Sie mich fragen, so denke ich, dass man zum Beispiel das Geheimnis dann anwenden sollte, wenn man über Kandidaten spricht, die zum Beispiel vielleicht zu Bischöfen ernannt werden könnten. Da braucht man natürlich eine gewisse Vertraulichkeit. Man muss die Freiheit des Papstes schützen. Er darf frei handeln. Aber im Falle zum Beispiel von Missbrauch von Minderjährigen, aber wie gesagt, das ist meine Meinung. Und ich denke aber, dass meine Meinung geteilt wird mit Kardinal Marx. Wir werden auf jeden Fall darüber sprechen. Per Padre Lombardi e Monsignor. Für Vater Lombardi und Monsignor Scicluna, Sie sprachen von dem Motu Proprio und zu einem Gesetz gegen Missbrauch von Minderjährigen in der Heiligen Kurie und der Vatikanstadt. Was wird das Herzstück dieser Dokumente sein? Gibt es sehr viele Missbrauchsfälle im Vatikan oder ist es gedacht für die Menschen, die im Vatikan arbeiten, Fälle, die wir kennen? Also Menschen aus anderen Diözesen, die nach Rom geschickt werden, um einem kanonischen Prozess untersetzt zu werden? Nein, also es ist jetzt nicht so, dass solche Straftaten innerhalb der Vatikanstadt oder innerhalb der Kurie gibt. Aber nachdem wir darauf beharren, dass es nötig ist, ein konkretes, ein genaues Gesetz zu diesen Themen gibt, so müssen diese Gesetze auch dort angewandt werden, wo wir uns befinden. Also im Vatikan und innerhalb der Gemeinde, der Kirche, die in Vatikan lebt. Es gibt ja das Vikariat, das sich um diese Gemeinde kümmerte. Sie haben ja mehrmals in den vergangenen Jahren gefragt, ja, wo sind denn eure Normen, eure Gesetze? Die braucht man natürlich in den unterschiedlichen Ländern, in den unterschiedlichen Bischofskonferenzen. Aber man braucht sie natürlich auch in Rom. Der Inhalt wird Ihnen präsentiert werden und Sie werden nicht lange darauf warten müssen. Man wird sie offiziell vorstellen. Es sind, wie gesagt, öffentliche Richtlinien, öffentliche Gesetze, die Sie nachlesen werden dürfen. Was eingeführt wird, ist natürlich wesentlich, aber ich möchte nichts vorwegnehmen. Aber sie wurden, wie gesagt, umgesetzt, jetzt nicht aufgrund der Riesenanzahl an Missbrauchsfällen. Es gab aber natürlich, es kam zu Missbrauchsfällen und es sind auch Prozesse durchgeführt worden, auch unter Menschen des diplomatischen Dienstes. Es ist wichtig, dass es diese Normen gibt und dass sie respektiert werden. Hello, Courtney Walsh, Fox News. My question is actually referring to an earlier one. Meine Frage bezieht sich auf eine vorangegangene Frage. Als ich hierher kam, habe ich Menschen getroffen, die Opfer getroffen hatten. Am Anfang waren sie ja positiv oder optimistisch und heute fühlen sie sich ja veräppelt, als ob nichts Konkretes nach diesem Treffen herausgekommen ist. Ehrlich gesagt fand ich die Rede des Heiligen Vaters wirklich rührend, aber können Sie uns sagen, welche konkreten Maßnahmen zu erwarten sind? Ich weiß, man wird sehr viel Zeit brauchen, aber können Sie einfach ein paar Hinweise geben für die kommenden zwei Wochen? Vielleicht sollten wir sagen, dass die Umsetzung, also es ist jetzt nicht so, dass der Heilige Vater irgendetwas sagte und von heute auf morgen sich etwas veränderte.
Die Umsetzung wird zunächst einmal die lokale Ebene betreffen, innerhalb der Bischofskonferenzen, aufgrund der Tatsache, dass die Vorsitzende der Bischofskonferenzen diesem Treffen teilgenommen haben, hierher eingeladen sind, hierher kamen. Man braucht zunächst einmal Richtlinien. Aber wie werden diese Richtlinien umgesetzt? Vielleicht bräuchte man einen Evaluierungsprozess, um sicher zu sein, dass diese Regeln effizient sind. In Indien zum Beispiel müsste es eine landesweite Anlaufstelle geben zum Schutz der Minderjährigen. Bischöfe brauchen manchmal Unterstützung, insbesondere im Bereich Rechte. Die Umsetzung wird aber zunächst einmal auf lokaler Ebene stattfinden. Das kann schon mal sehr konkret gesagt werden. Ich frage mich, warum die Menschen denken, dass sich hier nichts tun wird. Wir wissen ja, dass wir uns alle anstrengen und engagieren. Die Prioritäten sind gesetzt worden, aber wir müssen zunächst einmal nach Hause kehren, mit unseren Konferenzen sprechen, mit unseren Diözesen und dort die ersten Ziele erreichen. Es wundert mich ehrlich gesagt aber nicht, dass die Menschen so denken. Eines möchte ich hinzufügen. Was der Heilige Vater verabschiedet hat, ist die Schaffung von sogenannten Task Forces. Gerade in solchen Ländern, wo die Kirche in der Minderheit ist, wo es keine Fachexperten gibt, keine Ressourcen. Menschen, also Experten, die sich mit dem Kinderschutz auskennen. In vielen Ländern zum Beispiel gibt es nicht genügend Psychiater. Was wir uns hoffen, was demnächst getan werden kann, ist die Einrichtung, die Zusammensetzung dieser Task Forces zur Unterstützung aller Bischofskonferenzen, insbesondere solcher Bischofskonferenzen, die eine solche Unterstützung sich erwünscht haben, wie formuliert man einen Verhaltenskodex? Wie schreibt man solche Richtlinien? Es sind jetzt nicht selbstverständliche Dinge, die von heute auf morgen umgesetzt werden können. Ich weiß, das scheint nicht überzeugend zu sein, aber auf die mittlere und lange Sicht wird genau das passieren. Das ist ja bereits beschlossen worden. Und ich bin mir sicher, dass diese Tätigkeiten früchtetragend sein werden. Leider geht unsere Zeit fast zu Ende. Meine Frage, warum verlangt all das so viel Zeit? Warum erhalten wir von dem Heiligen Vater eine Rede über die Ausbildung in den Seminaren? Das hat ja bereits Papst Benedikt XVI. Gesagt. Und dann die Richtlinien für die Bischofskonferenzen wurden ja bereits 2011 festgelegt. Die Glaubenskongregation hatte das ja bereits festgelegt. Man kann also den Frust nachvollziehen. Der Heilige Vater hat ja konkrete Schritte verlangt. Man sprach von Accountability, von Rechenschaftspflicht der Bischöfe. Wie kann man die Accountability der Bischöfe umsetzen? Das ist, glaube ich, der wichtigste Aspekt. Das sind natürlich legitime Erwartungen. Ich kann den Frust verstehen, nachvollziehen. Der Heilige Vater hat uns ja eine Liste an 21 Punkten verteilt. Wir haben in den sprachlichen Arbeitsgruppen uns damit auseinandergesetzt. Eine Arbeitsgruppe hat sogar weitere 21 Punkte
verfasst. 21 Punkte, die vorgetragen wurden in 4 Minuten. Es waren aber wichtige 21 Punkte. Ratschläge, praktische Ratschläge. Andere, die vielleicht eher einen Kulturwandel verlangen und demzufolge mehr Zeit. Wir müssen aber alles verinnerlichen und dann bearbeiten in unseren Follow-ups. Wir treffen uns hier schon mal um 5 Uhr. Wir aus dem Organisationsgremium. Morgen um 9 Uhr treffen wir uns mit der römischen Kurie, um über die nächsten Schritte zu sprechen. Natürlich ist vieles bereits in der Vergangenheit angekündigt worden. Bischöfe sind zu mir gekommen und haben mich gefragt, wie müssen wir denn das umsetzen? Gut, sie werden dieses praktische Handbuch erhalten. Die Gesetze gibt es schon seit 2002. Umso wichtiger war es, dass wir zusammengekommen sind zu diesem Kinderschutzgipfel. Denn wir werden tatsächliche Verwandlungen umsetzen. Sehr oft haben sich die Bischöfe, also wussten die Bischöfe nicht, wie sie reagieren sollten und haben nichts getan. Ein jeder muss wissen, was zu tun ist. Der Punkt der Rechenschaftspflicht ist natürlich wesentlich. Wir müssen daran arbeiten. Kardinal Zupic hat darüber gesprochen, hat 4 Elemente genannt, die zu den Strukturen der Accountability gehören müssen. Das verlangt einen Follow-up. Ich habe mich ganz öffentlich bei Valentina bedankt, denn das, was sie gesagt hatte in Bezug auf unsere Beziehung zu den Medien. Wir sind ja nicht perfekt, ihr seid nicht perfekt, aber wir versuchen ja aufeinander zu treffen. Das abgesehen von unserer ideologischen Position. Wir schätzen natürlich die Tatsache, dass wenn Sie diese Fragen stellen, Sie natürlich die Gefühle der Menschen darstellen. When you, I think we're all circling around the same. Ich denke, wir sprechen alle über das gleiche Problem. Wenn man mit den Opfern spricht, verlangen sie zunächst einmal null Toleranz gegenüber und komplette Transparenz und null Toleranz gegenüber den Straftätern. Also werden diese 3 Standarddokumente diese 3 Punkte beinhalten. Die Erwartungen der Opfer müssen ja auch unsere Erwartungen sein. Wir werden daran arbeiten, denn wir sehen ein, dass es ein wichtiges Programm ist. So müssen wir vorgehen. Es ist ja recht komisch, dass der Heilige Vater Dokumente oder Gesetze vorsieht für die Kurie und nicht für die gesamte Welt. Natürlich Dezentralisierung an die Bischofskonferenzen, unterstützt durch dieses praktische Handbuch und durch die Taskforce. Wer wird aber darauf achten, dass die Bischofskonferenzen zum Beispiel etwas umsetzen in dem nächsten Jahr oder wenn ihre Standards eben nicht auf gleicher Höhe sind? Also die Ortskirchen sind ja schon mal mit der Salva Reverentia einen Schritt voraus. Es war wichtig, dass der Heilige Vater dies verkündet, denn hier hatten wir das Wild der 2 Statuen. Uns hat man gebeten, 2011 Richtlinien aufzustellen. Alle Diözesen in allen Ländern, außer 6, glaube ich, die im Moment in Kriegsgebiet, als Kriegsgebiet bezeichnet werden, sind alle Richtlinien umgesetzt.
geschrieben worden. Und damals hat man natürlich auch erwartet, dass der Heilige Stuhl das eigene tun würde. Es ist also keine Neuheit. In diesem Falle, in diesem seltenen, aber spezifischen Fall, ist der Heilige Stuhl, der nachgekommen ist. Es gibt also keine Gesetze, die man dann außerhalb anwenden soll. Es gibt ja schon die Richtlinien. Zum Beispiel, die Richtlinien in den Ortskirchen müssen ja stets aktualisiert werden. Wir in Malta haben schon eine zweite Ausgabe der Richtlinie veröffentlicht mit bestimmten Aspekten, die integriert wurden. Bestes Beispiel, die kanadische Kirche 2018. Deren Richtlinien sind wirklich ein bestes Beispiel mit null Toleranz, sowohl gegen Missbrauchsfällen als auch gegen Versandungen. Wichtig war auch der Paragraph über die Beziehung zu den Medien. Bestes Beispiel also aus einer Ortskirche, die sehr viel gelitten hatte und als gutes Beispiel dienen kann für die gesamte Welt und Salva Reverentia natürlich auch für die Vatikanstadt. Nur zwei weitere kurze Fragen. Tara, please, just please, very briefly. Hi, Jason Horowitz from the New York Times. Just a very quick question. The new law coming. Ganz kurz, das neue Gesetz, dieses motu proprio, wann ist es geschrieben worden, vor oder nach der Konferenz? The new law coming from the. Also ein jedes Gesetz braucht natürlich eine gewisse Zeit, wenn wir es heute verkündigen, als etwas, was in Kürze veröffentlicht werden wird. So hat man auch schon vor der Konferenz dran gearbeitet. Seit einigen Monaten arbeiten wir dran. Also ein neues Gesetz, das nicht von heute auf morgen geschrieben wurde, sondern eine gewisse Vorlaufzeit verlangt. Letzte Frage. Alessandro, ich möchte mich zunächst einmal bei Valentina bedanken im Namen der gesamten Gemeinde an Journalisten, wie sie uns vertreten hatte. Sie hatte einen sehr großen Mut. Erzbischof Ciclona, Sie haben gesagt, dass der Heilige Vater gesagt hatte, dass er das Alter für die Pornografie erheben möchte. Es gab zum Beispiel einen Bischof mit pädopornografischen Materialien auf seinem Handy. Wie können wir also davon ausgehen, dass das das letzte Mal sein wird, wo wir über einen solchen Vorfall erfahren werden? Also ich werde das zitieren, was der Heilige Vater heute Vormittag gesagt hat in Bezug auf das Gesetz. Es gab einen Fall, aber wie gesagt, Sie wissen ganz genau, was der Fall war. Wir haben natürlich hier Ermittlungen durchgeführt, Ermittlungen, die gerade noch ablaufen. Und Sie werden Sie natürlich informieren über das, was die Ergebnisse dieser Ermittlungen sein werden. Wir hatten auch gesagt, dass wir einzelne Fälle nicht ansprechen wollten, aber das ist das, was ich Ihnen sagen kann. Allgemein gesprochen war dieses Treffen, glaube ich, eine hervorragende Antwort auch auf solche Fälle. Nun, ich
weiß nichts über diesen spezifischen Fall, aber wenn jetzt Ermittlungen durchgeführt werden, dann sind das, wie gesagt, Ermittlungen und keine Versandungen. Vielen herzlichen Dank seitens der Kollegen der Pressesalze und des Dikasteriums und der des Dikasteriums und ja, frohes Schaffen für die nächsten Tage. Ci sarà più un motivo per una domanda di Bibbia.